Hi, ich bin der Zankl und heute stelle ich euch wieder eine neue Soße vor, und zwar die Crazy Bastard Red Label. Die Crazy Bastard Soße. Wir haben jetzt hier die Trinidad Scorpion Clementine, eine von ihren, glaube ich, 7 Soßen, die sie eigentlich immer da haben. Die Firma Crazy Bastard stellt in Berlin die Soßen alle per Hand her, legen da großen Wert auf nachhaltige, natürliche Zutaten. Das wären jetzt in der Soße zum Beispiel Paprika, Äpfel, Zwiebeln, Weißweinessig, Clementinen, Trinidad Scorpion und Knoblauch, Limetten, Olivenöl und Meersalz. Steht sogar drauf, dass es vegan ist. Genau, sehr scharfe Chili-Soße, von Kindern fernhalten. Das kennen wir schon. Vorgebraucht schütteln, nach dem Öffnen gekühlt. Bis zu 6 Monate haltbar. So, jetzt noch so etwas Soßenaufmachung. Finde ich eigentlich recht lustig. Den Kerl mit dem Schnäuz auf der Soße drauf. Die Farbe von der Soße schaut echt gut aus. Also kein so ein künstliches irgendwie Rot oder so, oder zumindest auch mal keine Essenzsoße, weil wir sind jetzt hier bei 55.000 Scoville, da definitiv zu machen. Ja, wir haben hier 100 Milliliter. Hot Sauces werden immer in kleinen Dosen verkauft. Schauen wir mal, wie die schmeckt. Schüttel. Okay, der Geruch ist abgefahren. Ja, Zwiebeln und Knoblauch kommen durch. Die Scorpion auch. Die Clementine bisher nicht, aber riecht nicht schlecht. So, dann schauen wir mal. Punkt 1 Handhabung. Wir haben jetzt hier schon wieder eine sehr große Öffnung. Ist relativ dickflüssig, aber kommt gut raus. Handhabung. Machen wir eine 5. 5. 5 ist solide. So, dann. Boah. Also die 55.000 Scoville hat sie definitiv. Ich würde sie sogar fast ein bisschen höher schätzen. Machen wir da auch mal. Machen wir mal eine 6. Ja, machen wir eine 7. 7. Die 7 setzt sich so ein bisschen. Ja. Die 7 setzt sich daraus zusammen, dass wir jetzt einerseits natürlich einen recht niedrigen Scoville-Wert haben, also angegeben. Andererseits aber den definitiv haben und eher höher sind. Heißt, es geht eher so um die Erfüllung der Schärfeangabe. Und ich muss sagen, das packt sie definitiv. Wie gesagt, würde sie sogar höher schätzen. Geschmack ist schön, voll. Also die Zwiebeln sind gut, die Äpfel sind gut, Knoblauch kommt gut und schmeckt auch die Trinidad, also die Scorpion. Von der Clementine muss ich jetzt sagen, nicht wirklich. Machen wir mal 9, weil ich die Clementine nicht schmecke. Also sehr geile Soße auch. Heißt, wir haben 9, 5 und 7, habe ich gesagt, gell? Ja, sind wir bei 21, das sind 7 Grad aus, wenn man sie durch 3 teilt. Heißt, 7 von 10. Klare Produktempfehlung, macht auch gute Speichelbildung, deswegen gerade die leicht undeutliche Aussprache. Ja, lecker. Schwitzen natürlich auch schon wieder. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, wir haben einen Daumen da lassen. Wenn ihr Soßenvorschläge habt, die ich auch mal probieren soll, oder ob euch das Format überhaupt gefällt, gerne in die Kommentare schreiben und weiter fleißig abonnieren, das freut mich am meisten. Dann bis zum nächsten Video. Servus.